Schnucki! Tüdelü! Die Tropfspuren. Die Tropfspuren? Nimm ihn. Ja, toll. Ich bin wieder trocken. Ich kenne jetzt aber jemand anders, der feucht ist. Wir gehen jetzt im Winkel. Der Winkel ist da hinten in der Ecke. Der Winkel halt. Immer links halten, dann in der Ecke. Winkel! Ab in den Winkel! Ja. Ja, Mann, das ist ein Satz. Normalerweise ist der Brautvater. Hat der Mann Interesse an Pollen? Hat er schon dafür bezahlt? Accessoires. Ja, Naturalie. Liebevoll mit der Frau. So ungefähr. Hier, in der Kiste. Rantreten, reinschauen. Glaubst du? Einmal mal da. Heiße Kiste. Die alte Kiste. Heiße Kiste. Das ist ein lauter heiße Wertschätzung. Einmal reingreifen, 5 Euro und gut ist. Aber ich lade dir kurz Rockstil und noch ein. Ja. Wer hat die Assis? Die Frau ist die geilste, die gefällt mir gut. Für 20 Euro. Und die Kiste bleibt hier, darfst du ihn das mitholen? Leider geil. Der Uwe geht noch ein Fünfer dazu, komm. Los, Krönchen, Krönchen, Mann. Boah, Krönchen. Boah, guck dir mal das Krönchen allein. Ein Fünfer für das Flip-Poker-Spiel. Wir haben schon gesagt. Ja, jetzt hab ich nur so halb. Also ich bin furztrocke. Du bist nass. Schluss! Hast du gesagt, dass die nass wäre? Hab schon gehört? Was schreibt der denn da? Das ist schon unser YouTube-Facebook-Channel. www.suppressor.de. Ja, und was sieht man da schon? www.suppressor.de. Neueste News aus Koblenz-Altstadt. Kannst du das mal irgendwie umschreiben? Zum Schreiben ist der verantwortlich. Schreib mal den Channel auf. Der Frau mal den Channel auf. Komm, dann schreib gerade bei mir weiter. Wo? Moment, mehr. Wo? Hier. Die Wächter. Ich habe gerade keinen Kollegen-Schreibpass. Obwohl du sehr sympathisch bist. Hier, hat er angefangen. Mach das weg. Genau, dann Kuss. Ja, der hat in deine Haut geritzt. Ja, bevor du keine Vita, du Volker. Altstadt Feuerwehr Illerreichen. Was? Altstadt Feuerwehr? Ja. Können wir der Frau das Ding jetzt endlich mal abkaufen? Ey, guck mal, die hat schon einen ganz steifen Arm. Ey, ein Mann mit einer. Die Frage ist, was ist da drin? Ja, Überraschungspaket. Das Überraschung ist uninteressant. Ich will hier wissen, was ich kaufe. Du bist doch hier, um Frauen abzuschleppen. Das ist auch jedes Mal ein Überraschungspaket. Da zieht man euch an. Da haben wir wieder runtergestoppt. Wir sind nur da zum Frauenabschlepper. Man kann sich aber Dankeschön sagen. Dankeschön. Vor allem die Dame, wenn wir abschleppen, ist ja schon fast vergeben.
Nee, vergeben. Was verdorben? Weil du Glück dann hier vom Multitasking seid, ne? Ich setz mich mal, ne? Schreibt der Frau mal unseren Channel auf. Ach so. Keiner. Das machen wir die ganze Zeit, das ist voll lustig. Und du hast schwer die Bewegung. Was haben wir vorhin verloren? Sag rum, Winkerle. Ey, Winkerle. Das habe ich überlassen. Komm, Ständle. Ja. Ständle haben wir noch. Da braucht ihr ein Strip-Poker-Kartenspiel. Können wir auch selber spielen. Jetzt hier, in der Mitte vom Platz. Mal zu trinken. Also Zahn Promotion sind mir top. Was haut doch mal, Frau? Wir verkaufen Autos an Leute, die ein Fahrrad wollen. Ja, aber ich bin der Manager. Es geht um Wetter. Ich bin der Manager. Die Braut oder sie? Was meinst du denn? Die Braut muss man verkaufen. Ja, aber ihr seid so hartnäckig und ich kann reden. Herzlichen Glückwunsch. Jörg! Ich kenn dich nicht. Ey, willst du das Kleid haben? Kannst du für 30 Euro haben? Ich will das Kleid nicht haben, ich wünsche nur alles Gute. Von daher, und wenn dein Mann dazu. Weil du der Grund für die Scheidung bist, oder warum? Schlag dich. Meine Cousine hilft. Sieht die gut aus? Du weißt, wer du bist. Ich weiß mit dem Telefon nochmal gerade nicht mehr. Sieht die gut aus? Nicht fotografieren. Ich mach ein Video. Das ist meine Cousine, ja. Er hat gerne Verkaufsgespräch. Die hat einen Freund, also lass sie bitte in Ruhe. Aber ich darf trotzdem Hallo sagen, hallo? Ich habe so einen Freund, aber ich darf trotzdem Hallo sagen. So, jetzt, das reicht. Und du hast auch einen Freund, gell? Ja, ich habe auch einen Freund, ja klar. Wusste ich doch. Gut. Philipp, komm, wir gehen. Komm, mach nochmal ein Tütü. Da lacht sogar die Cousine. Das war nicht die Cousine, die Fichte. Scheißegal, auf jeden Fall war es cool. Du siehst aber das Brötchen auf. Okay. Ich weiß nicht. Alles klar, ich brauche mal drei. Aus der Atmosphäre. Hier sind wir. Ficken auf Koks? Ficken für 20 Euro. Jörg, hast du mal 20? Ja. Ficken für 20 Euro. Ja. Bitte bei. Ich mache auch Strip und so was am Wochenende. Und ich verkaufe alles. Was steht auf deinem Zettel und wo gab er doch mehr? Überhaupt nichts. Lies mal laut vor, was hier draufsteht. Pass auf, ich kreuze es an. Ist einfach nur die Getränke gerade auf dem Sugar Ray. Hier, da, pass auf, ich kreuze es an, was du vorzulesen hast. Ja. Kreuz mal. Jojo Special, das ist das Allergeilste. Total Igel, der Igel wohnt jetzt hier. Geile Sau. Blowjob. Jojo Special. Toter Igel. Da steht nur Scheiße drauf. Oh, hier kommen die Besten. Ey, das ist ein Racing-Quatsch, ich finde das geil. Nee, ich meine, zwei Tüten. Homo. Zwei Muskelshirts ohne Muskeln. Das ist doch fein. 2 Euro ist mehr. Komm, 1,98. Aber. Sag mal, wenn ihr das teurer ist, hättest du 15 Euro. Natürlich. Wenn das funktioniert, dann mach ich auch einen. Echt? Warum muss ich denn immer zuerst laden? Achso, du bist der Fotoman? Nee, ich sitze einfach nur hier rum und mach die Abgrenzung. Auf 1,70 Euro erstmal uns einigen. Hallo! Weil ihr seid ja um jeden Euro zufrieden. Ja, dann gib doch keine 70 Cent. Dann mach 2 Euro draus. Nee, ich hab keinen 2 Euro. Ach so, scheiße. Okay, erstmal gucken, wie wir das testen. Wenn das funktioniert, dann kaufe ich ja auch. Wenn er funktioniert, dann wird's auch blasen. Ja. In den Winkel. Ich krieg's sonst, oder? Ja, ich krieg's los. Komm!
Guck mal, jetzt hat sie gar kein Interesse. Ja, ich hab gedacht, die will mir auch was. Aber ich muss jetzt erstmal einen Promille-Test erklärt bekommen. Einfach blasen! Nee, komm, ernsthaft jetzt. Was ist denn da los? Ich brauch sowas nicht, weil ich dringend nicht. Die Anleitung stand auf der Rückseite. Entschuldigung. Herr Schulreich, sind Sie am Flirten? Ihr habt doch aber bückt sich. Ich kann nicht. Die ist geil, die ist richtig cool. Achtung, Bedienungsanleitung. Uiuiui, ich habe schlechte Augen. Uiuiui, die Frau gefällt mir von Minute zu Minute besser. Soll ich dir mal ein Auge geben? Ja, aber dir ist natürlich gut, wenn sie schlecht sieht. Der Test muss mindestens 15 Minuten nach dem Alkoholkonsum durchgeführt werden. Natürlich. Das trifft sich. Gut, passt. Kunststoffpappe. Hürde 1 hätte man genommen. Das Gefäß entfernen. Auf beiden? Auf beiden. Ich kann nichts lesen. Wie bei der Frau. Erst oben und dann ohne. Einatmen und langsam mindestens 30 Sekunden lang am Ende des Pfeils vom. Scheiße, ich sehe nichts. Wie lange? Ne, Moment. 30 Sekunden. Am Ende des Pfeils, da muss man einblasen. Und dann? Stopp, Moment, ich kann noch nicht weiterleben. Ich muss erstmal der kaputten Appel auspacken. Ich darf kein Appel essen, ich hab kein Appel. Mach 30 Sekunden. Schönes Gefühl, oder nicht? Und er bläst, und er bläst. Weiter. Nach 60 Sekunden, also 30 Sekunden blasen, dann ist er nicht. Ist er nicht. Julia? Wir verkaufen tolle, lustige Sachen, die Spaß machen. Ja, magst du was haben? Jemand heiratet. Ja, hier heiratet. Magst du was kaufen? Was, wie lang? Ein, zwei Tage? Nur ein Schwangerschaftstest, gell? Die Spannung steigt. Ich hab schon einmal Pech gehabt. Soll er mir ablesen? Nee, ja, beim letzten Mal war der ja auch falsch, aber das ist ein blödes Gefühl. Schwanger. Was nicht schwanger? Kannst du mal kurz, hast du noch die Bedienungsanleitung? Die liegt da unten. Warum? Ich weiß. Zur Erklärung, was ist. An der Skala. Ja, weil es ist ja jetzt, was kann man da jetzt ablesen? 0,0, ich bin clean. Hallo. Ja, bisher 0%. Das kann nicht sein. Wie viel habt ihr? Wir haben Long Island Eis getrunken. Ja, war verarsche. Hab nur Cola getrunken. Ich hab nur Tabletten geschluckt heute. Ich hätte behauptet, dass ich das Ding in der Mitte jetzt verfärbt. Such so einen Nutten, dann warten wir, dann kann ich nicht. Ja, normal. Klar, ohne Gemälde nicht weg. Guck so einen Nutten ohne Alkohol. Alex, das kriegst du auch noch. Hast du unterstützt? Bist du gut. Hast du sie unterstützt? Ja. Top. Die habe ich noch gelesen. Ja, hier. Ich habe schon was gekauft. Ich leg's von Bananen. Das will ich haben. Das ist scheiße. Das ist ein bisschen.